Zum ersten hat man meiner Meinung nach mehr Freude am Fahren, einfach dadurch, dass man die Möglichkeit hat, das Bike wirklich an seine Grenzen zu bringen. Nehmen wir mal zum Beispiel, ja, krasses Beispiel, aber nehmen wir eine 125er, okay? Die 125er kannst du bis ans Limit fahren. Da ist eigentlich auch schon fast egal, wo es geht, fast immer. Und mit ans Limit fahren meine ich nicht nur die Leistung an sich, also nur Vollgas, sondern prinzipiell auch Kurventechnik und das ganze Zeug, das ganze Zusammenspiel. Das geht zum Beispiel auf der hier überhaupt nicht. Wie soll das im normalen Straßenverkehr gehen, dieses Ding an die absoluten Grenzen zu bringen? Wie? Das geht nur auf der Rennstrecke. Und ich finde, da sind kleine Bikes einfach, haben auf jeden Fall einen Vorteil, weil der Fahrspaß sehr viel größer sein kann als auf einer großen. Dazu kommt, dass schwächere Bikes meist günstiger sind. Ich meine, das ist nicht unbedingt klar, aber es ist halt nun mal so. So eine 125er oder, ja, gehen wir mal ein bisschen größer. Nehmen wir zum Beispiel mal die MT-07 zum Vergleich zur MT-10, okay? Die MT-07 ist weitaus günstiger. Das kommt natürlich auch daher, dass die MT-07 einfach so ein klassisches Anfängerbike ist, sie dementsprechend von mehr Leuten gefahren wird und sie einfach öfter vertreten ist, sage ich mal, öfter verkauft wurde. Aber es hat nicht nur damit was zu tun, denn auch neu ist die MT-07 günstiger als die MT-10. Klar wird die MT-10 in der Herstellung etwas mehr kosten und auch in der Produktion und in der Entwicklung. Trotzdem ist es ganz klar ein Vorteil für kleinere Bikes, weil die einfach meistens günstiger sind. Man kann das Beispiel auch auf jede Marke anwenden. Zum Beispiel eine ER6N von Kawasaki und eine Z1000 von Kawasaki. Da ist die ER6N natürlich auch günstiger. Und im Zusammenspiel damit sind natürlich auch Ersatzteile und Zubehörteile, Tuningteile günstiger. Oder auch Werkstattbesuche, Service zum Beispiel, ist bei kleineren Bikes auch günstiger. Kommt zum Teil auch daher, weil bei kleineren Bikes auch nicht so viel gemacht werden muss wie bei großen. Meine 600er CBR damals zum Beispiel, die hatte so ein ganz spezielles Sport-ABS. Das war irgendwie so ganz, ganz kompliziert zu warten. Und als ich bei der dann einen Bremsenservice habe machen lassen, also mit Bremsflüssigkeit, hat mich das Ganze 700 Euro gekostet. Nur Bremsflüssigkeitswechsel. Ja, und bei einer 300er oder 400er hast du das halt natürlich nicht, weil die einfach nicht so Hightech sind wie die großen Bikes. Das müssen sie auch nicht sein, wohlgemerkt. Stärkere Bikes sind natürlich auch teurer in der Versicherung und in der Steuer. In der Steuer sowieso, weil die Motoren einfach größer sind und somit mehr Abgase produzieren. Da wird die Steuer halt teurer, klar. Aber auch in der Versicherung. Wenn ich überlege, was die hier in der Versicherung kostet, im Vergleich zu meiner 600er CBR damals, boah, ich meine, obwohl du mehr zahlst, hast du nicht unbedingt mehr davon. Weil an die Grenzen bringen kannst du das Ding eh nicht. So fahren, wie sie eigentlich gefahren werden sollte, das, wozu sie gebaut wurde, kannst du im öffentlichen Straßenverkehr eh nicht machen. Aber du zahlst mehr dafür. Das ist ein bisschen kontrovers. Aber stärkere Bikes, große Bikes, haben natürlich auch ihre Vorteile. Das ist ganz klar. Zum einen, finde ich, klingen sie besser. Du hörst halt einfach, wenn das Bike einen großen Motor hat. Wenn das Ding viel Hubraum hat und viel Leistung. Das hört man. Ich meine, dagegen kann man auch nichts tun. Der Unterschied ist einfach klar da. Und der macht sich in irgendwas bemerkbar. Nicht nur in der Leistung und in der Beschleunigung und der Endgeschwindigkeit an sich, nee, auch im Klang. Dann, finde ich, sehen große Bikes auch einfach besser aus. Wenn da hinten so ein fetter Hinterreifen zu sehen ist, dann lässt es schon vermuten, dass das Ding ordentlich was kann. Zum anderen sind die Designs von großen Bikes, finde ich, besser durchdacht. Wesentlich besser durchdacht als von kleinen Motorrädern. Ich meine, 125er, okay? Die sehen geil aus. Die können geil aussehen, auf jeden Fall. Und es gibt mittlerweile auch 125er, die wirklich was hermachen optisch. Aber irgendwie sehen die großen Bikes einfach besser aus, meiner Meinung nach. Die sehen bulliger aus. Ich meine, klar, das kommt vom größeren Motor, aber trotzdem, es ist einfach so. Ich meine, es ist offensichtlich. Die sind bulliger. Die sind windschnittiger. Die sehen aggressiver aus. All das, das spielt da alles mit rein. Finde ich persönlich einen großen Vorteil zu großen Bikes. Und natürlich absolut nicht zu vernachlässigen. Bei großen Bikes hast du halt, wann du willst, wann immer du willst, die Möglichkeit, einfach alles zu vernichten, alles zu verseilen, ganz egal was. Auf einer aktuellen 1000er ist das Beispiel natürlich ganz, ganz heftig. Ich meine, du hast bei fast allen jetzt mittlerweile 200 PS auf 200 Kilo oder sogar mehr PS auf 200 Kilo. Und wenn du willst, kannst du da einfach wirklich alles, alles wirklich ausnahmslos auf der Autobahn kalt machen. Auf dem Rundkurs sieht es natürlich anders aus. Ein Auto hat halt einfach den Vorteil, mehr Traktion zu haben. Das ist klar. Dennoch hast du auf der Geraden mit großen Bikes eigentlich immer den Vorteil gegenüber Autos. Das ist unabstreitbar. Und auch sonst haben große Bikes so ihre Vorteile. Ich meine, ich fahre gerade einen dieser Vorteile und zwar ist es nämlich so. Die R1 hat den Crossplane-Motor. Das ist ein rein Vierzylinder-Motor mit veränderter Zündfolge und einem Hubzapfenversatz. Den haben
haben die anderen Hersteller nicht. Und diesen Motor gibt es nur in genau zwei Bikes. Einmal in der MT10 und einmal in der R1. In der R1 gibt es den Motor schon etwas länger. Da gibt es den Motor seit 2009 und in der MT10 eben erst seitdem es die MT10 gibt. Trotzdem kriegst du diesen Motor nur in den großen Bikes von Yamaha. In den kleinen nicht. Meine MT07 hat auch einen Crossplane-Motor und die MT09 hat auch einen Crossplane-Motor. Allerdings ist in der MT09 ein Crossplane-Dreizylinder verbaut und in der MT07 ein Crossplane-Zweizylinder. Das war bei mir zum Beispiel auch so, der Grund, warum ich die R1 haben wollte, war nicht unbedingt das wahnsinnig geile Design oder die Technik, die da drinnen steckt. Nein, mein ausschlaggebender Punkt bei dem Bike war hauptsächlich der Motor und der Klang von diesem Motor. Würde es diesen Motor in einem anderen Motorrad geben und nicht bei einer R1, dann hätte ich mir dieses Bike gekauft, wo dieser Motor drinnen ist. Aber es ist halt die R1. So, und deswegen habe ich sie mir geholt, weil ich einfach den Klang von diesem Motor so abartig geil finde. Diesen Klang hast du nirgends. Er kommt zwar sehr nah an eine RSV4 von Aprilia ran. Aber es ist eben nicht der gleiche Klang. Und dann sind meiner Meinung nach kleinere oder schwächere Bikes, je nachdem, auch etwas benutzerfreundlicher als große Bikes. Ich meine, benutzerfreundlich in dem Sinne von jetzt zum Beispiel dem Betriebssystem, dem Tacho, okay? Das Ding hat so viele Funktionen. Seitdem ich das Ding habe, konnte ich dann nicht einmal wirklich durchgehen und mir mal alles anschauen. Ich meine, ich habe es gemacht, aber ich habe dann wieder alles vergessen. Und das hast du halt bei kleinen Bikes nicht. Die sind halt benutzerfreundlicher, finde ich. Wenn du jetzt so eine 400er nimmst oder so eine 500er, whatever, sowas in der Kategorie auf jeden Fall, die fahren sich auch einfach. Ich meine, die haben nicht so viel Leistung, die sind einfach, ja, ich sage mal, die lassen mehr Kompromisse zu. Da ist es nicht so, dass du vom Moped fliegst, wenn du einmal falsch am Gashahn drehst, wenn du jetzt zum Beispiel über ein Schlagloch oder eine Bodenwelle oder sowas fährst. Da passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Bei einer 1000er oder sowas sieht das halt schon ganz anders aus. Da, wenn du dich einmal verreißt, kann böse enden. Muss es natürlich nicht, kann es aber. Alles in allem kann man sagen, dass beide Parteien ihre Vorteile haben. Große Bikes haben ihre Vorteile und kleine Bikes natürlich auch. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video am Montag, Freunde. Bis dahin, Jay ist raus.